Von unserer Seite, von Forks, ein unglaublich herzliches Willkommen. Wir finden es ganz toll, dass ihr trotz Dunkelheit, diesig und überhaupt Kälte den Weg zu uns geschafft habt. Es wird eine sehr, sehr schöne Sternenwanderung. Das ist Hermann Karl. Der wird uns durch den gesamten Nationalpark, wollte ich gerade sagen, führen. Aber nein, er kennt sich hier bestens aus. Er ist ein Waldführer. Und das ist Tim Ruster, unser Astronom, der natürlich alles vorbereitet hat für die Sternenwanderung und von dem ihr auch was haben werdet. Ich verspreche es euch. Es ist schon ziemlich spät. 10 Uhr an diesem Abend im Januar. Die Eifel ist wie so oft kalt und feucht. Keiner unserer Gäste ahnt, dass es heute nicht um Sterne geht, nicht um irgendwelche uns bekannten wilden Tiere, sondern um ein neues, eins, das zu uns zurückkommt, den Wolf. Nur unsere beiden Begleiter sind eingeweiht. Die Nacht ist pechschwarz. Der Nebel behindert unsere Sicht. Man sieht wirklich fast nichts. Ich bin so gespannt, wie die Gruppe reagieren wird. Findest du das unheimlich hier eigentlich? Nein. Also wir hatten uns vorher Gedanken darüber gemacht, ob es vielleicht irgendwie komisch wäre, so im Dunkeln zu gehen, ob Leute das befremdlich finden. Also Natur pur, ne? So man als Städter geht so raus. Ich glaube, wenn ich alleine wäre, fände ich es unheimlich. Ziehst du denn da wieder mit der Nase lang? Oh. Ja. Ah, ja, jetzt sehe ich jetzt. Was denn? Moment. Schau mal hier. Platz. Da sieht man Fährten. Hier ist eine. Da sieht man eine. Nach 2 Kilometern tauchen die Häuserfassaden von Wollseifen auf. Ein unheimlicher Ort. 1946 wurde er geräumt, weil die Briten einen Truppenübungsplatz angelegt haben. In der ehemaligen Kirche hält Tim zum Schein einen Vortrag über die Sterne. Was glaubt ihr, wie viele Sterne kann man in Köln am Himmel sehen? 10. 10, genau. Manchmal sind es nur 10. Ne? Das sind so 100. Also 100 Sterne. Und wie viel kann man hier in der Eifel sehen? 1000. Über 1000, ja, genau. Es klappt. Tims Vortrag kommt gut an. Die Gruppe wirkt entspannt. Aber gleich, wenn wir rausgehen, dann ist es soweit. Irgendwo da draußen, in der schwarzen Kälte, muss er sein. Der Wolf. Ach so, München, ich weiß nicht, dass ich war mal in Weinhof. Ab welcher Größe machen die denn? Ab welcher Gruppengröße? Was ist das, Herr Karl? Das hat ein Auto, kann kein Auto sein. Das ist meilenweit keine Straße. Das hörte sich fast an, wie ein. Also ich. Das ist ein Hirsch? Nee, Quatsch. Das stimmt. Also ich glaube, ich spinne. Das hört sich an wie Wolfsgeräusch. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so ein Hammer. Also wirklich an, der Wolf irgendwann in der Hand. Das kam aus der Ecke. Das war jetzt weiter rechts. Das klingt jetzt nicht so weit weg. Das ist etwas gespenstisch. Ja, ich hoch her und bin ich mal 100 Meter. Noch weiter nach rechts gezogen. Was ist jetzt hier? Achso. Der kommt näher. Nee, der ist weiter nach rechts gezogen. Der ist weiter nach rechts gezogen. Erzähl mir doch nicht sowas hier. Die sammeln sich jetzt. Die kommen jetzt gleich zu dritt. War das jetzt was Jammerndes oder war das, was hat, das klang ja so ein bisschen jammern, oder? Nee, rufen. Ein Suchen.
Jungwölfe gehen auf Wanderschaft und suchen andere Wölfe, wollen ein neues Rudel gründen. Und da wird auch oft ein suchender Ton, das ist ein Suchen. Ja, hier kommt aber von da. Nee. Doch, da. Von der Seite. Da antwortet jetzt einer. Ach Quatsch. Doch, du willst mich doch verarschen, willst du mich doch. Der Parkplatz ist da hinten. Da. Da ist er auch. Okay, was müssten wir tun, wenn das einer wäre? Müssen wir uns jetzt anders verhalten oder was? Vorsichtshalber? Nee, nur nicht unbedingt drauf zulaufen, aber normalerweise, wenn man drauf zuliefe, der lief garantiert weg. Wölfe haben Angst vor Menschen, in der Regel immer, Ausnahme steht in der Regel, aber in der Regel laufen die weg. Und wenn es ein gesundes Tier ist. Haben. Meinen Sie nicht, dass die uns längst Leute hören? Normal, auch beim Wolf, das Erste ist der Geruch. Wenn der Wind anders stand, glaube ich nicht, dass er irgendwas gerufen hätte. Die wären lange weg. Okay, Leute, wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Es war kein Wolf. Nur was war's? Es war kein Wolf. Ihr wart's. Wir waren's. Und warum waren wir es? Was wart ihr? Der Wolf. Geräusche. Das Wolfgeräusch war täuschend echt nachgemacht. Er wird gleich hier erscheinen, der Herr Barton. Genau. Ist der Wolfexperte vom NABU. Echt? Der kann das nachmachen. Aus Ostdeutschland eingeflogen worden. Ja, der ist. Wir rufen ihn mal. Markus! Da ist er, unser Wolf. Markus Barton, herzlich willkommen. Noch schönen einmal vielleicht so, ha, so vor uns. Die Vorstellung, dass da wirklich ein echter Wolf war, du hast wirklich gedacht, da ist ein Wolf. Ja, hab ich gedacht, ja. Aber das war spannend für dich und nicht beängstigend oder nein, so. Okay. Aber du hast doch gesagt, du hast trotzdem Angst vor dem Wolf. Oder war das gerade absolut nicht. Nicht. Gar nicht. Der, nicht. Mensch, der Wolf greift keine Menschen an. Brigitte, du, warum? Weil du so ein Bild von einem Wolf im Kopf hattest wie ich als Kind früher, märchenmäßig oder sowas? Oder? Ich denke, das sind wirklich so Ängste aus der Kindheit. So beruhigt hat mich ja jetzt, dass der Hund ganz ruhig und auffällig noch daneben saß. Markus, hätten wir denn, also Brigitte war ja ein bisschen mulmig. Also was ich auch verstehen kann, ich war jetzt zwar eingeweiht, aber als ich so drüber nachgedacht habe, wäre mir auch ein bisschen mulmig gewesen, weil man so eine Vorstellung von einem Wolf hat. Ne? Hätten wir uns anders verhalten müssen, wenn das jetzt ein Wolf gewesen wäre, anstatt einfach hier weiterlaufen und so? Ja. Nee? Einfach weitergehen. Also das ist schon das Richtige. Also wenn das wirklich ein Wolf gewesen wäre, hätte er niemals geheult, weil ihr wart die ganze Zeit zu hören und zu sehen und für einen Wolf auch zu riechen. Und ein Mensch bedeutet für einen Wolf maximal Unruhe, Stress vielleicht auch, eine Störung halt. Und der geht da aus dem Weg. Angenommen, wenn der Wolf jetzt mich jetzt angreift, was soll ich dann machen, beispielsweise? Wenn ein Tier so groß wie ein Wolf mit der Lebenserfahrung eines Wolfes entschieden hat, dich anzugreifen, dann kannst du dich versuchen zu wehren, aber du kannst eigentlich dann wenig machen, weil das ist ein großes, kräftiges Tier. Laufen, stehen? Ja, laufen auf keinen Fall. Laufen würde das ist bei einem Beutegreifer immer eine schlechte Idee. Also das ist irgendwie genauso wie die Frage, was soll ich machen, wenn mich ein Bär angreift, dann kann ich auch versuchen, mich zu schützen. Aber wenn das Tier diese Entscheidung gefällt hat, dann ist eigentlich wenig zu tun. Aber die entscheidende Frage ist ja, dass der Wolf den Mensch nicht als Beute im Schema hat. Geschützt durch die Gruppe hat keiner so richtig Angst bekommen vor dem Wolf. Aber vorbereitet auf eine Begegnung mit ihm war auch keiner. Ist ja auch kein Wunder. Mehr als 100 Jahre lang gab es bei uns keine Wölfe mehr, außer im Märchen. Und jetzt kommt er zurück. Wir müssen ihn neu kennenlernen. Aber fürchten, glaube ich, müssen wir uns nicht. Eine unheimliche, irritierende Situation, die das Kopfkino in Gang setzt. Auch bei Brigitte, bei Guido und Martina. Einige Wochen später treffen wir die drei wieder.
Wir haben sie zu den Wölfen ins Wiesentgehege Springer eingeladen. Immer noch erinnern sie sich an ihr Gefühl in der Eifel. Es war mir wirklich unheimlich, weil auch der Herr Karl, der neben uns stand, das so überzeugend auch in seiner Seid mal still und hört mal hin. Das ist ja Nationalpark und dann hatte ich schon die Idee, es könnte vielleicht doch wirklich einer sein. Das ist schon eine interessante Erfahrung und ich bin jetzt schon mal gespannt, wie sieht das wirklich live aus? Wie ist das, wenn ich einem Wolf begegne? Ich würde sagen, ich erkläre das ein bisschen. Mit Matthias Vogelsang, dem Wolfsexperten hier, werden die drei heute eine besondere Erfahrung machen. Und diesmal wissen sie vorher, was wir vorhaben. Sie werden mit ihm in ein Wolfsgehege gehen. Die Wölfe wurden hier geboren. Matthias Vogelsang kann ihr Verhalten einschätzen. Eine meiner Thesen lautet, die Scheuheit des Wolfes steckt in seinen Genen. Das heißt also, der Wolf hat von der Natur aus Angst. Und das möchte ich Ihnen ganz gerne mal zeigen. Wie werden die Wölfe auf Guido, Martina und Brigitte reagieren? Die drei haben viele Fragen. Wie normale Spaziergänger laufen sie durch das Gehege. Das heißt also kurzum, da könnte sich der Wolf sogar bedroht fühlen. Aber eine Viertelstunde lang tut sich nichts. Wir sind den Wölfen ja jetzt wieder ein Stück näher gekommen. Und meine Frage an Sie, sehen Sie jetzt irgendwas von den Wölfen? Nein. Nein, die haben sich jetzt, die wissen genau, wir kommen immer näher. Und genau. Ich nehme mal an, die haben sich da jetzt ganz versteckt und warten jetzt einfach mal ab. Genau, aber das die ist warten jetzt einfach passiert. Mal ab, wie nah werden wir ihnen noch kommen wollen und werden dann dementsprechend den Radius vergrößern, indem sie vielleicht an dem Punkt sind, wo wir vorhin gestanden haben. Na, laufen sie schon weg. So, jetzt muss die Kamera draufhalten, da läuft nämlich einer. Ist das denn normal, dass sie die Ohren angelegt haben? Das ist das Zeichen der Unsicherheit. Genau. Manchmal auch so ein bisschen, also das Der geht ja auch so ein bisschen, genau, schon, der macht sich ja schon richtig klein, genau. Euch, ne? Ich möchte nicht, dass ihr mich hier groß bedrängt. Ja, und immer vor Augen halten, diese Wölfe sind in einer menschlichen Obhut geboren worden. Ja, wir sind ja quasi mitten in ihrem Zuhause jetzt. Wir sind mitten in ihrem Territorium. Genau. Das ist einfach das natürliche Verhalten des Wolfes vor uns Menschen. Mit diesem Verhalten hatte auch Brigitte nicht gerechnet. Also mir macht das keine Angst, weil man sieht, wie sie sich bewegen, dass sie eher Angst vor uns haben, dass sie wirklich auf Distanz bleiben und gar kein Interesse haben, hier näher zu kommen. Ja, ich denke, wir sind mehr als sie. Insofern habe ich eine relative Ruhe, aber ansonsten sind das schon respekteinflößende Tiere, aber Respekt und nicht Angst. Guido traut sich sogar, etwas abseits der Gruppe die Wölfe zu beobachten. Und sich beobachten zu lassen. Es wird gefährlich für uns Menschen, wenn der Wolf dem Menschen sich annähert. Und zwar sagen wir eine Zahl von gut 30 Metern. Niemals, wenn wir freilebende Wölfe doch mal tatsächlich sehen sollten, aus 100 Metern Entfernung, ihnen hinterherrennen zu wollen, sie einengen zu wollen, ist sowieso verboten. Das heißt, wir beobachten die Wölfe, haben die Wölfe uns Menschen wirklich wahrgenommen. Und sollte das der Fall sein, suchen die Wölfe in der Regel dann auch das Weite. Wer sich trotzdem unsicher fühlt in einer solchen Situation, sollte ruhig bleiben und sich langsam zurückziehen. Näher kommen in der Regel ohnehin nur junge, unerfahrene Wölfe. Handelt es sich um Jungwölfe, da kann es auch schon mal passieren, dass sie die Distanz zu uns Menschen etwas verringern. Aus 100 Metern vielleicht 100 oder nur noch 80 machen. Trotzdem stehen bleiben. Diese Wölfe wollen einfach mal ihre Neugierde stillen, den menschlichen Geruch in die Nase kriegen. Und wenn sie das getan haben, dann gehen sie wieder ihres Weges. Brigitte, Martina und Guido haben erlebt, wie wenig die Wölfe mit ihnen zu tun haben wollten. Und nachdem die Menschen weg sind, entspannen sich auch die Wölfe wieder. Aufrecht, Kopf hoch, Blick nach vorne. Alles wieder gut. Oh, wie schade, schon vorbei. Glücklicherweise haben wir noch mehr Videos. Einfach da abonnieren, dann kommen die automatisch zu Ihnen. Oder, falls Sie es gar nicht erwarten können, entweder da oder da klicken, da gibt es noch mehr schöne Filme.